Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Wo wir immer schon Level 30 sind. Bis Level 36 ist ja gar nicht mehr so lang, ne? Plus noch 200 Folgen oder so. So grob, ganz grob. Oh, so schöner Wagen, so kleiner Mini. Sieht man gar nicht. Ich kann gar nicht müde sein. Aber da war so ein schöner kleiner Imbisswagen. Ja, whatever. Nee, it's not possible. Nicht mit dem Auflieger. So, siehst du, kann ich überhaupt drauf? Wo muss ich überhaupt drauf? Ach, da hinten. Ich wollte mich gerade durch meine LKWs durchfahren. Ich glaube, gar keine so schlechte Idee. Wird das mal verwandt? Es geht. Sehr nice. Das kann ich hier einen wunderschönen großen Bogen machen. Und komm perfekt dahin. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. So, dann wollen wir mal tanken. Oh, wie die Gallonen reingehen, Alter. Wow. 300 haben wir, ne? So, müssen wir hier nochmal großen Bumm machen, aber dann haben wir die Straße. Sieht also sehr machbar aus. Straße ist frei. Das ist auch frei, okay. Oh, sieht gut aus. Und hoffen wir mal, dass wir parken können. Ja, wir können hier parken. Sehr nice. Speichern und pennen gehen. Ist das dunkel hier? Holy shit. Die beiden stehen auch noch da. Aber ich glaube, die stehen hier immer da, ne? So. Ich hätte wenigstens mal meine Rundumleuchte ausmachen können nachts. Oh, halt! Wir wollten ja hier, auch schnell bei meiner Bank vorbeischauen. So. Wie viel brauchen wir jetzt eigentlich? Warte mal kurz. Wir brauchen LKW-Händler. Nee. Was haben wir für ein Peterbilt haben wir? Die farbigen Peterbilt. So. Das heißt, wir müssen bei denen nachgucken. Warte. Ah ja, der klassische LKW. Peterbilt. Online kaufen. Flottenkonfigurara. Das waren die hier. Das heißt 100. Oh, 160. Gut, das heißt, aber wir müssen noch mal. Ne, halt, wir haben 100.000 zur Verfügung, ne? Ja. Das heißt, wir müssen noch 120.000 sparen. Okay. So, wie kommen wir jetzt hier am dümmsten raus? Hier sollte eigentlich machbar sein, oder? Einmal drumherum fahren bringt wahrscheinlich nicht so viel. Nö. Wobei wir da besser auf die Straße raufkommen, ne? Oh Gott, wie dunkel, Alter. Da ist es schon 5 Uhr. Wobei Dämmerung da hinten schon einsetzt. Da ist ein Busch. Ne. Okay, never mind. Ich muss also doch hier raus. Und dann hoffen, dass es hier klappt. Ich meine, es sieht machbar aus. Aber der Auflieger ist doch sehr lang. Hier sacht rum. Und die sieht doch gut aus. Ja, doch, wunderbar, wunderbärchen.
Sehr schnieke. Strafe frei, sehr gut. Warum ist die Musik gerade so laut? Nee, ist richtig eingestellt. Vier Balken, so wie immer. Oh, diese Dämmerung da. Das sieht gut aus. Oh mein Gott. Lässt du mich vorbei? Sieht so aus, ne? Ja. Sieht das gut aus. Gut, bei euch ist leider immer noch meine hässliche Kamera im Weg. Wow! Ey! So, schon besser. Aber ich meine, hier sieht man es ja. Hier ist ein Busch, hier ist komplett Steppe, hier ist richtig schön Gras, dann hast du Steine, hier hast du. Gut, der Zaun ist jetzt menschengemacht, einfach mal abgesehen. Aber hier hast du Steine, da hinten hast du dann wieder Gebüsche, hinten wieder Berge. Das ist Abwechslung. Ha? So eine Szenerie, jetzt mal vom Sonnenaufgang komplett abgesehen, ja. Alleine die Landschaft. In Alaska Road Truckers keine Spur. Von Sonnenaufgang ganz zu schweigen. Das hier ist Szenerie. Ach, ist das gut. Aber doch ganz, ganz praktisch, dass ich Alaska Road Truckers gespielt habe. Jetzt lerne ich das hier wieder ein bisschen mehr zu schätzen. Wobei ich ja schon immer sage, wie cool das hier alles aussieht. Ich finde sogar Alaska. Garantiert. American Truck Simulator, goddammit. American Truck Simulator. Finde ich persönlich halt sogar noch besser als ETS. Weil eben gerade hier mit den ganzen Steppen und so, es sieht so gut aus. Es ist schon. Ist schon sehr geil. Und natürlich, also wie gesagt, was halt SCS-Software super gut kann, ist Sonnenauf- und Untergang. Also ich meine, was ist das? Das ist, Digga, das ist Cinema. So, warum ist die Straße vor uns voll? Was soll denn der Scheiß hier schon wieder, Alter? Reih dich halt ein, wenn du so langsam fährst, Junge. Da ist doch hier eine Wahl, Alter. Ich fahr gleich auf die andere Spur. Ein bisschen Geisterfahrer spielen hier. Die andere Seite ist wenigstens leer. Es kommt der nächste Vollidiot. Ich wollte nicht drücken. Ah ja. Gehen jetzt mal noch ein bisschen die Landschaft hier. Siehst du, wo ich hier gerade die ganzen Werbeschilder hier links und rechts überall sehe? Damit scheint der SCS jetzt doch richtig ernst zu machen. Ich habe gestern, als ich. Ich habe gestern eine Menge ATS gespielt. Ein bisschen auf der Autobahn rumrasen, tatsächlich richtig. Und da habe ich echt eine Menge neuer Werbeschilder gesehen. Also da hat jetzt richtig Abwechslung drin bei den Werbeschildern, bei den Werbetafeln.
So, rechte Spur lichtet sich. Dann kann ich ja da überholen. Ich kann meinen Rückspiegel anmachen. So, dich dränge ich jetzt hier ab, Junge. Ah? Bitteschön. Hat sich gerade bei dem LKW, der da rechts ran steht, auf dem Standstreifen stand, hat sich da gerade die Ladung bewegt? Sah gerade so aus wie als wenn dieses gelbe Bagger oder was auch immer das da war, auf dem Auflieger rumgehopst wäre, so ein bisschen. Sah gerade ein bisschen komisch aus. Ich wünschte, es wäre jetzt für mich hier auch ein Video, so viel für euch. Und ich könnte jetzt einfach mal ein bisschen zurückspringen im Video und mir das einfach nochmal angucken. Nein. Ich muss warten, bis ich mit der Aufnahme fertig bin. Und bis dahin habe ich es schon längst wieder vergessen. Ah! Schönes Lied. Das Lied. Ah. Yeah.
Sehr schönes Lied gerade gewesen. Der Anfang von dem Lied, das gerade hat mich so ein bisschen an Murder in My Mind erinnert. Okay, das gesamte Lied erinnert mich gerade an Murder in My Mind. Scheint wohl doch sehr stark davon inspiriert zu sein. Ja, diese Landschaft hier, what the fuck, dude? Holy shit, sieht das gut aus. Do not enter. Warum sind auf unserer Seite die ganzen Schilder aus, auf der anderen Seite sind Text, obwohl da gar keiner lang fährt? Alter, in der Ansicht zu fahren ist schon echt schwierig, so mit so einer tiefen Kamera. Weil du halt überhaupt nicht siehst, was direkt von dem LKW abgeht. Heieiei. Mal ein bisschen so, ein bisschen so. Alter, wie das aussieht. Holy shit. Oh, Alter, ich sehe immer weniger. Oh, was will dieses Spiel von mir? Ich baue doch definitiv gleich einen Unfall. Weißt du, wenn du so schon wenig Sicht hast, pack mir noch einen Baum vor die Kamera, danke. Das ist echt eine geile Landschaft. Holy shit. Oh, links kommt doch wieder der Zug, ne? Links sage ich schon, rechts. Also, da hat man ja vor dem Berg da das Gleis gesehen. Also entweder bin ich gerade wirklich einfach wegen Alaskan Truck Simulator so geflasht, dass das Ganze hier so gut aussieht, oder das Gebiet sieht einfach auch so hammergeil aus. Aber man sieht das gut aus. Gut, das da hinten sieht ein bisschen sehr künstlich aus. I don't know why. Aber abgesehen von der Fläche dort, das sieht hier alles so gut aus. Gerade auch links dieser Bergcliff da und rechts die... Alter. Ja, okay, also das jetzt hier, das ist der Endgegner. Das sieht einfach zu gut aus. Guckt euch das an. What the fuck, dude? Das ist kein Spiel mehr. That's reality. Die geht sogar ganz schön bergauf, kann das sein? Und der LKW kommt ja gar nicht mehr aus dem Push, der wird sogar mal langsamer. Eieieiei. Na gut, der Berg vor uns ist ein bisschen kahl obendrauf.
Da scheint wohl die Render-Assistenz nicht mehr auszureichen oder das allgemein relativ wenig drauf, I don't know. Vielleicht ist das so im echten, I don't know. Oh, Alter. Wobei, wir nehmen glaube ich wieder Fahrt auf, oder? Jetzt haben wir schon 39. Ja, wie viel brauchen stärkeren Motor? Das geht ja immer gar nicht. Oh, was ist denn da? Was haben wir denn los? Lass mich vorbei. Aua, verdammt. Hatte gehofft, ich schaffe das noch. Nach ihm. Digga, ich dachte, ich war langsam. Die hier waren noch langsamer. Kauf dich mal einen Motor, Junge. Guck mal, wie ich dich abziehe. Mit meinen 36 mph. Stage 1. Denial. Warte, was? Oh, jetzt ist es bergab. Jetzt geht es bergab. Oder es geht jetzt gerade. Ich kann mich gerade nicht orientieren. Aufgrund der Kameraposition habe ich absolut keinen Bezug mehr zur Realität. Also. You know what I mean. Aber die Kamera ist halt so eingestellt, dass ich jetzt, so wie jetzt, auch im Tunnel gut gucken kann. Und sich nicht die Kamera dauernd verstellt. Oversized Load. Irgendwie muss ich gerade an Doki Doki Literature Club denken. Load me. Oh, Alter. Ja, es geht jetzt bergab. Sehe ich daran, dass jetzt die Kamera hinter dem Auflieger ist. Die ist jetzt viel zu flach, jetzt sehe ich gar nichts mehr vor mir. Oh, das ist nicht gut. Und wir beschleunigen auch sehr stark. Ah, das war eine schlechte Idee. Ah, nee. Ich wollte eigentlich geradeaus weiter. Trotzdem danke. Arschloch. Diesmal habe ich es gut geschafft. Zwischen dem silbernen und dem blauen, und dem roten hinter mir. Easy. Oh, jetzt nur 45 erlaubt. Gut, ich glaube, wir waren ein bisschen zu schnell, hatte ich gerade das Gefühl. Okay, rechts nehmen uns gerade die, sag schon. Naja, diese Spur, wo du ausrollen kannst, wenn du deine Bremse verloren hast, effektiv. Wie heißt denn das? Egal. Auf jeden Fall die Spur halt, da rechts von uns hat gerade gar keinen Sinn gemacht. Weil in der Kurve bringt das Ding nichts. Denn das Problem ist. Klar, jetzt musst du natürlich abbiegen hier, Arschloch. Weil das Problem ist nämlich, wenn du so wie da tief im Sand gerade drin steckst oder fährst, hast du effektiv keine Lenkung mehr. Das heißt, wenn du in der Kurve dort auf die Spur aufgefahren wärst, du wärst halt rechts raus von der Straße geflogen. Weil nach links lenken hätte da keine Chance gehabt. 1-Away, so heißt es denn genau. Genau. Aber wie gesagt, auf dem 1-Away, da hättest du keine. Da hättest du die Spur nie im Leben gehalten und wärst dementsprechend rechts rausgeflogen. Ich weiß nicht. Kann natürlich sein, dass dort die Leitplanke extra stabil gebaut ist, damit das Ding darauf ausgelegt ist, dass du da sogar rechts ran langschleifst. Kann durchaus sein. Weil die Sache ist, diese One-Ways sind
definitiv nicht dafür gebaut, dass ein LKW heile bleibt. Alles, worum die sich kümmern oder worauf die aufgelegt sind, ist ein LKW so sicher wie möglich zum Halt zu bringen, sodass dir als Fahrer und anderen Fahrern möglichst wenig passiert. Der LKW ist in der Regel danach Schrott. Weil wie gesagt, das gibt's auch One-Way, da hast du richtig Kies. Und das zerstört sowieso unten den Boden. So, danach musst du erstmal in die Werkstatt. In der Regel kommst du doch gar nicht alleine raus. Sondern du musst, also der LKW, also du als Fahrer kommst natürlich raus, klar. Aber der LKW, der steckt erstmal fest. So, den musst du erstmal abschleppen lassen. Vor allen Dingen, wenn du halt wirklich so viel Speed auf dem Tacho hast oder so wenig abbremst, weil du halt wirklich eine schwere Ladung drauf hast, dass du, also dass der One-Way alleine dich gar nicht zum Stehen bringt, sondern du hast ja meistens dann hinten am Ende von dem One-Way, hast du ja meistens noch, hast du ja meistens noch irgendwelche Wassertonnen oder zumindest Tonnen mit irgendwelchen Mitteln drinne, die halt quasi als Prellbock dienen. Und spätestens, wenn du das Ding erreichst, musst du sowieso danach zur Werkstatt. Wenn es nicht sogar ein Totalschaden ist. Aber wie gesagt, dafür sind diese One-Ways auch nicht ausgelegt. Sondern die sind halt vor allen Dingen dazu da, dass du als Fahrer einen Weg hast, von der Autobahn zu flüchten, damit du keine anderen in Gefahr bringst, sondern erstmal quasi schon weit abseits bist. Und zum anderen, damit du in dem LKW möglichst hohe Überlebenschancen hast. Damit du halt nicht irgendwo gegen einen Baum krachst und dann war's das. Sondern dass du halt wirklich in der Sandpiste landest, schön hart runterbremst dadurch. Weil, wie gesagt, LKW bleibt halt stecken da drinne. Und dir als Fahrer aber nicht viel passiert. Angenommen, du bist angebunden, also angegotet. Wenn du natürlich kein Gurt hast, dann kannst du dir natürlich schon schwere Verletzungen zuziehen, weil, wie gesagt, du hast dort wirklich eine Sandpiste. Das heißt, die Räder von dem LKW graben sich dort in der Regel richtig tief ein und damit hast du eine sehr starke Bremswirkung. Das heißt, wenn du denn nicht angeschnallt bist, naja, ist quasi genauso wie es, wenn du eine Vollbremse machst. Ja, möglicherweise sogar noch stärker. Weil wenn die Räder im... Oh, wo denn? Der Berg ist gerade aufgeploppt. Wenn du halt mit den Reifen wirklich im Sand stecken bleibst, dann hast du ja mehr Bremskraft, wie als wenn du einfach mit den Reifen auf Asphalt durchrutschst, weil du gar nicht so viel Traktion aufbauen kannst. Alter, ich habe drei Bilder pro Sekunde. So, das heißt, wie gesagt, du hast in der Sandpiste eine höhere Bremswirkung als bei einer Vollbremse. Und dementsprechend, wenn du denn nicht angeschnallt bist, naja, kann es natürlich schon mal sein, dass du mit dem Kopf auf den Lenker aufschlägst. Oder sogar, ja, weiß nicht, die hinten Rippen brichst oder sowas. Deswegen gerade beim One-Way natürlich A und O muss doch angeschnallt sein. Aber du hast halt, wenn du angeschnallt bist, definitiv sehr hohe Überlebenschancen. Und damit weit höhere Überlebenschancen, als wenn du einfach mal in den Wald abdriftest. Und dann einen Baum nach dem anderen knutzt. Ich sag mal so, die Holzfäller-Methode funktioniert zwar mit dem LKW, ist aber nicht das Gesündeste, was du machen kannst. So. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns an der Stelle in der nächsten Folge denn dann wieder. Ja. Bis dann.